Hallo, hier kommt der Blitzkurs, das Üben. Wir nehmen uns heute das C-Dur-Präludium von Bach vor, das wir alle kennen. Und so weiter. Ja, da gehört eigentlich das Notentext-Programmierungsschema dazu. Man muss einfach mal alle Daten ins Gehirn einprogrammieren. Fingerzahl und Notennamen. Nacheinander einmal durchsprechen. 3, 1, 1, 3, 5, 1, 3, 5, 3, 1, 1, 3, 5, 1, 3, 5 und so weiter durch alle Töne. Natürlich nach der Fingersatzedition. Und nächster Schritt die Notennamen. C, E, G, 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 C, E und so weiter. Und dann sollten wir diese Daten auch ganzheitlich speichern als Griffe, als Akkorde soll das ganze Ding geübt werden. Das sind immer fünfstimmige Akkorde, wo natürlich meistens ein Ton verdoppelt ist oder zwei. Und so weiter. Also das ganze Stück durchüben. In Akkorden. Das habe ich euch mal ein paar Takte lang ausgesetzt. Könnt ihr hier drunter auf den Link klicken, um das mal ausgeschrieben zu sehen. Und idealerweise spielt man das auch auswendig, weil nachher diese Akkorde im Fluss abgerufen werden. So, wie kann ich jetzt diese Bewegung rausfinden? Das ist eine Übung aus diesem Bereich dreidimensionale Bewegungsanalyse. Frontalebene, das Abrollen von Tönen. Das können wir mal üben. Vom zweiten Finger auf D und vierten auf F. Und dann durch einen Akkord. Also wenn diese Bewegung so ist, nur mit Fingern gespielt, dann möchte der Arm da durchpendeln. Da sind zwei Richtungswechsel, einmal von oben nach unten und dann wieder von unten nach oben. Und die erfordern eine bestimmte Armträgheit. Die ich jetzt durch einen kleinen Zupfer an meinem Arm beschleunige, sodass die Töne regelmäßig werden. Und dann haben wir schon das gewünschte Bild. Aber wichtig ist, durch diese Rollungsbewegung aus dem Finger, was intellektuell gar nicht so präzise steuerbar ist, sondern aus einer lockeren, kreisenden Schwungbewegung des Armes. Und dann muss ich natürlich beide Hände aneinander fügen. Ich übe mal, das ist hier von den Daumen zu Daumen einen ganz regelmäßigen Übergang gibt. Zu einer sinnlosen Geschwindigkeit hin steigern, wenn das Grundprinzip einmal von der Bewegung sitzt. Aber die Kunst ist nicht schnell zu spielen, sondern schön und regelmäßig. Also dadurch findet ihr das richtige Körpergefühl und das richtige Tempo damit, aus diesem Körpergefühl. So, was können wir jetzt noch üben? Wir können die Klangbalance noch üben. Nämlich, das ist ein fünfstimmiger Chor. Stellt euch vor. Akkordisch ist ja sowieso chorisch. Und dann überlegen wir, welche Töne sind hier wichtig. Das ist die Oberstimme. Okay, der hat zwischendrin mal wichtigere Stellen. Das ist die Anfangskadenz mit diesem Leitton und wieder Grundton. Und dann ist in Vergrößerung eine ganz langsame absteigende Tonleiter zu hören, bei den tiefsten Noten immer, und dann eine Abschlusskadenz.
vor dem G ist eine Zwischendominante. Das müsste G kommen. Das ist durch die Zwischendominante gefestigt. Vor dem C auch, ne? So. Also, wie kriege ich das dann raus? Durch die Klangbalance, dass ich mal das Gewicht der Rotation mehr nach oben verlage oder mal da unten weiter reinrollen lasse. Geht dann zur Gestaltung der großen Linie und damit zu einer fertigen Interpretation des Stückes. Ja, eigentlich ist es nie fertig, weil einem beim tausendsten Mal Vorspielen immer wieder etwas Neues einfällt, wo man mal eine Melodie wieder anders gewichten kann. Aber dadurch, dass wir einen Strom, einen Fluss erzeugt haben, können wir uns dann da so hineinfallen lassen, dass die Interpretation, das, was im Augenblick noch dazukommt, und das ist das Wesentliche, was den Esprit, also das Originelle, das Spannende, das Prickelnde einer Aufführung ausmacht. Dafür wünsche ich euch viel Erfolg. Übt mal diese Schritte alle durch und dann könnt ihr das Stück.